Angeln auf Lustzander. Heute mit dem Köderfisch. Da ist er wieder, der Teleknüppel. Ich brauche nicht weit werfen, deswegen kann ich es eigentlich hier so lassen, wie es ist. Ich habe jetzt die Schnur festgehalten, war Spannung drauf und habe richtig gemerkt, wie es gezuckt hat. Ja. Ansitzangeln steht halt auf dem Plan. Sache, die mir mega viel Spaß macht, die ich selten mache, aber auch gern mal zeige und die oft auch unterschätzt ist. Mit den Maden hier. Ich habe da mal was vorbereitet. Da ist er wieder, der Teleknüppel. Es kommt aber auf die Montage an und wo die ausgelegt ist. Das Gerät ist nur Werkzeug. Welcher Köderfisch? Da bekomme ich oft auch mal eine Frage geschickt. Ich habe am liebsten Rotaugen. Es gehen aber auch alle Kleinfische, die im Gewässer vorkommen, sogar Grundeln. Größe vom Köderfisch, das muss nicht unbedingt das fingerlange Fischchen sein für einen Zander. Es kann auch ein etwas größeres sein. Es muss nur zum Haken passen. Bleib jetzt dran, das ist wirklich wichtig. Ich will dir jetzt alle Details zeigen. Welchen Haken nimmst du? Ich habe jetzt hier einen Einzelhaken und diesen Blitzhaken zum unter die Haut fädeln. Beide funktionieren. Ich nehme aber hier den Einzelhaken jetzt, weil ich da erstens mit kleineren Ködern sogar noch angeln kann, wenn ich das mal möchte, und auch Aale damit besser hake als mit dem. Aal mag das hier nicht. Kommt ja auch vor, kann ich auch einen kriegen, vielleicht. Deswegen lege ich das mal so mit aus. Das ist für einen Zander eigentlich auch ideal, so ein Einzelhaken hier. Die Nadel hier hinten rein. Unter der Haut lang, nicht zu sehr unter der Haut, kann schon das Fleisch sein. Und jetzt ist es wichtig hinten, dass er auf der anderen Seite wieder rauskommt. Hier bin ich vorne reingegangen, hier auf der anderen Seite. Und warum rede ich gerade so komisch? Weil ich das Vorfach im Mund habe, damit das nicht wegfliegt. Die Schlaufe hake ich jetzt hier ein. Das muss zugehen, die Nadel lag den ganzen Winter über unberührt in der Kiste. So. Jetzt einfach durchziehen, jetzt kommt das Schlaufe oben wieder raus und dann kann ich das Fischchen runterrutschen lassen. Boing. Jetzt ist das Fischchen durchgerutscht bis zur Öse und jetzt schiebe ich es bloß unter die Haut und der Haken guckt jetzt hier raus. Ich brauche nicht weit werfen, deswegen kann ich es eigentlich hier so lassen, wie es ist. Wenn ich aber weit werfen muss, lege ich hinten um das Schwänzchen noch eine Schlaufe drum. Die ist jetzt nicht geknotet, sondern die legt sich jetzt hier nur so drüber. Damit du kein... Das muss ich ein paar Mal machen, damit das auch hält. Weil das ist eine Schlaufe, genau, so eine. Die jetzt den Plus hier am Genick hat. Das hat nur die Bewandtnis, dass da quasi an der Schlaufe aufgehängt ist beim Werfen. Und dass der Zug vom Wurf nicht auf den Haken kommt und dann in den Köder reinrutscht. Und wenn ich jetzt hier einen Zander dran habe und ich ziehe richtig, zieht sich die Schlaufe zack, einfach auf. Das ist nur so ein Fixpunkt zum Werfen, dass die Energie da drauf geht. Manchmal geht es auch beim Wurf schon auf, aber dann ist die Energie vom Wurf auf die Schlaufe gegangen und nicht auf den Haken. Und dann zieht sich der so nicht ins Fischchen rein und das Fischchen hängt auch nicht so krumm dann auf dem Vorfach, sondern bleibt so schön gerade hängen, wie es eigentlich soll. Wie frisst ein Zander das Ding? Der saugt den an. Oder gleich komplett ein, aber nimmt ihn immer meistens mit dem Kopf voran und dann bleibt der Haken hier dann einfach, wenn du dann später dann anschlägst, wenn er abzieht, bleibt er dann irgendwo hängen. Ne? Das heißt, der wird sofort löst er hier aus, weil die Hakenspitze giftig steht. Das ist das Einzige, was in die andere Richtung steht und er nimmt ihn meistens Kopf voran. Und wenn du das weißt, kannst du auch getrost mit so einem kleines bisschen Haken an so viel Köfi angeln und bitte keinen Drilling in den Rücken reinpacken oder viel Metall oder sowas. Dann lässt der Zander oft los, selbst im Fluss, obwohl die im Fluss eigentlich genauso reagieren wie im Stillwasser auch. Nur hier habe ich halt die Strömung und muss die Montage halt fixieren. Und dazu gleich mehr. Montage habe ich hier ein Grundblei an einem Anti-Tangel-Röhrchen mit zwei Auftriebskörpern und das natürlich auf einer frei laufenden Montage. Weil ich ja hier im Fluss angel und Strömung ist, muss ich quasi die Montage schon mit dem Grundblei an Ort und Stelle fixieren. Ich sitze in einer kleinen, flachen Sandbuhne. Die Strömungskante geht ja draußen runter. Ne? Die Strömung, die Hauptströmung hat dann ordentlich Dampf. Und ich will den Köder jetzt so auslegen, dass er knapp vor der Stromkante liegt. Aber ich gehe von hinten ran. Ich sitze nicht auf dem Buhnenkopf. Ich sitze im ruhigen Wasser.
Lass ihn durchlaufen. Zwischen Daumen und Zeigefinger ist er unten. Und jetzt lege ich den ganzen Spaß hier ab. Hab die Schnur noch in der Hand, Bügel noch offen. Jetzt mache ich den Bügel zu und straff jetzt nach. Aber nicht zu sehr. Ich muss ein bisschen Schnur lose haben. Aber nicht zu viel, dass ich keinen Druck aufgebaut kriege von der Strömung. Und jetzt habe ich hier ein Gummibändchen. Das klippe ich ein. So habe ich den Bügel offen. Wenn der Zander einmal das Bändchen rauszieht, hat er lockere Schnur, kann abziehen. Manchmal geht auch der Freilauf. Da brauchst du aber eine Rolle, die wirklich einen ganz, ganz lockeren Freilauf hat. Und oft lassen Zander dann auch los. Wenn zu viel Widerstand auf Dauer drauf ist, zieht er wirklich nicht ab. Der saugt den an, will weg, merkt Widerstand, irgendwas stimmt hier nicht, weil unter Wasser baut er sich ja auf dem Druck der Schnur auch noch. Ist ja nicht nur der Freilauf, in den er reingeht. Und dann, ganz oft erlebt, freie Leine, wenn möglich, immer besser. Was nicht fehlen darf beim Ansitz bei mir, manche kennen es schon, die Melone, die schlatze ich jetzt auf und ziehe ich mir rein. Ah, herrlich. Der hat gezuckt. Hat einmal die Rutenspitze gewackelt, hat es ausgelöst. Dann hat es einmal richtig gezuckt. Seitdem ist aber Ruhe. Da habe ich komplett locker gelassen. Nicht, dass dieses Zucken da gegen Widerstand gestoßen ist. So empfindlich sind die manchmal, die Zander. Wenn sie Zeit haben, ne? Diese tote Beute aufzunehmen. Und jetzt habe ich halt das Problem, ich darf nicht zu locker lassen, weil ja die Strömung die Schnur ein bisschen mitnimmt. Aber auch nicht so viel Spannung aufkommen lassen. Wie lange wartet man? Ich nehme mal Kontakt auf. Anhauend Kontakt, da nicht anschlagen, sondern einfach nur Kontakt aufnehmen und durchziehen. Ja, da ist was drauf. Boah, da knarzt der olle Teleknüppel. Was auch immer da kommt, ich habe auf Köderfisch einen Fisch gefangen. Dann noch muss ich ihn landen. Ein Aal, Alter. Oh, ein geiles Ding. Ein geiles Ding. Den nehme ich gerne. Den nehme ich gerne. Das Problem der langen Rute. Eingeschöpft. Yes. Jetzt erstmal in Sicherheit bringen. Das habe ich vorhin noch gesagt, deswegen habe ich kleinere Köfis genommen an der Einzelhakenmontage, weil das, wo Aale am Start sind, das die bessere Wahl ist. Eieiei, das sieht auch geil aus, das Prallwasser hier. Wechseln. Auch gut. Selbes Rezept, andere Gäste. War das jetzt nicht so einfach mit der Packung hier, den Halter. Ja, das war auf der anderen Seite natürlich schöner mit dem Sand. Das Auflegen. Aber jetzt auf dem Abend nochmal schön die Sonne. Ein Meer von Wolken und jetzt bricht's auf. Ist doch ein perfektes Setting für einen Ansitz. Abend. Der zieht, ja, zieht immer noch, zieht. Oh, hier, boah, der läuft ab, wie verrückt. Oh, jetzt hat er Widerstand gekriegt, ist aber immer noch dran. Hier, zieht,
So, da ist nichts mit Fühlung aufnehmen hier. Läuft, 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 die Schnur läuft. Jetzt wackelt die andere Rute. Ich wäre verrückt. Jetzt geht die andere ab. Gleichzeitig. So, ich mache es mal hier. Action. Oh, wo ist der denn hin? Da ist in die andere Schnur mit rein. Ach du Elend. Was ist das denn? Das ist doch ein Rapfen, oder? Das ist doch kein Zander. Wenn das ein Zander ist, lass ich mich kaputt. Alter Schwede. Lass mal das Blei runterrutschen lassen. Der Haken sitzt ja meistens sehr gut. Ein Rapfen. Aal. Rapfen. Aber schön. Also Ansitzangeln ist nicht langweilig. Das kann auch aufregend sein. Herrlich. Ja, geil. Bei Traumwetter ein Traumfisch. Alle Fische sind schön. Was man beim Angeln mit Köderfisch alles fängt. Allein das macht doch schon diese Spannung an dieser Angelart aus. Ansitzangeln auf Zander klappt natürlich nicht jeden Abend. Aber beim nächsten Abend hat es wieder geklappt und den kriegt er jetzt auch noch. Ich lege gerade die Köfis aus. Schöne Uckels gestippt und die Rute geht gerade los. Zumindest hat es gerade abgewickelt. Aber es kann auch Strömung gewesen sein. Auf jeden Fall hier mit Einzelhakenmontage steht der alte Teleknüppel wieder bereit, um wieder großes knarzend zu vollbringen. Jawohl, Fisch. Alter. Boah. Na, schöner Schwall. Uiuiui, das ist schon wieder so ein Ding. Oh nee, ey. Also manchmal. Alter. Es ist unfassbar. Den Köfi weggerußt. Da hängt das Ding. Also, geiler geht's doch nicht, ne? Also. War doch ein Biss. Oh Gott. Ist das geil, ey. Ich fasse es nicht. Also, ich habe mir jetzt nicht gemessen, aber gut 70 hat der, ne? Also. Es ist einfach ein Traum. Ja. Das ist ein bisschen orientierungslos. Ist das geil. Steht er da. Der Köfi-Zander. Da brauche ich eigentlich die anderen Ruten gar nicht mehr reinwerfen. So. Das ist ja völlig. Ist, Ziel ist schon erreicht. Jetzt will ich ein Meer. Naja, jetzt habe ich es ja immer fertig hier. Zum Glück habe ich mal Köderfische mehr gestippt. Ansitz auf Zander ist einfach wild.